Gut, dann gehen wir eben woanders hin. Kommt er mir hinterher geschissen. Komm mal hierher, direkt an deine Grenze. Hier werde ich noch nicht geheilt, hier schon. So, hier bin ich auch ein bisschen kräftiger. Das heißt, du hast nicht zu lachen und da haut er ab. Jetzt holen wir uns das Teil. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich wieder nach Hause. Er hat schon mal weitaus weniger Prestige. Das heißt, er wird nicht ganz so viel aushalten. Wie sieht es bei mir aus? Ganz gut, okay. Wir werden wieder mehr Seelenenergie bekommen. Da hat er noch einen Spawner. Habe ich den eben nicht gesehen? Dann holen wir den auch gleich mal. Sehr gut. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden getötet. Ja, das ist okay. Die dürfen die Helden auch töten diesmal. Ich will mich gar nicht mit den Helden befassen. Das ist im Moment überhaupt nicht mein Begehr. Mir geht es darum, hier die restlichen Dinger für uns zu gewinnen und ihn loszuwerden. Meine Imps killen alles. Und jetzt wird das Ding hier erobert. Da kommt er wieder, aber das bringt ihm nichts. Danke. Der wahre Dungeon Lord. 1400 Punkte haben wir. Wir sind ein Dungeon Lord. Wir sind einfach super. Gut, er ist down. Nächster Spawner. Oh, das sieht gut aus. Holt euch die Schicksalsklinge zurück und die zwei Leute sollen wir besiegen. Das machen wir dann gleich. Erstmal das. Okay. Sollte mich wundern, wenn er jetzt noch so viel Prestige hat, dass er sich hier einigermaßen verteidigen kann. Ich hoffe, du wirst jetzt mal kurz umgebracht, damit wir wenigstens noch ein bisschen Seelenenergie bekommen. Wenn nicht, muss ich einmal kurz nach Hause. Aber er wird keine Chance haben, sich die Spawner wieder zurückzuholen. Wir laufen einmal ganz kurz durch sein Gebiet. Ich gucke mal kurz, wo er hier noch irgendwas hat. Da sind auf jeden Fall noch Helden, die wir befreien müssen und das Teil müssen wir auch noch erobern. Ah, hier geht's nicht weiter. Gut. Dann müssen wir einmal außenrum. Hier vorne hin, das ist der letzte Spawner, den er hat. Dann bauen wir hier noch einen weiteren mit hin, dass er gar nicht erst großartig die Möglichkeit bekommt, irgendwas kaputt zu machen. Ich wundere mich, dass du immer noch so viel Prestige hast, dass du aufrecht gehen kannst. Das wundert mich wirklich. Helden sind wieder stärker geworden. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe aber auch nicht genügend Seelenenergie, um das noch in den Griff zu kriegen. Ein Schämpchen hat den Dungeon betreten, Meister. Ja, dann muss ich da einmal gleich ganz kurz zurück. Wo ist er denn jetzt? Ist er schon wieder tot? Geh erst mal hoch. Er muss immer komplett rumlaufen. Das ist natürlich blöd für ihn. Aber da muss er jetzt durch. Helden sind wieder stärker geworden. Sehr schön. Erstmal machen wir die Monster weg. Dann machen wir den Helden weg. Wenn wir ihn dann treffen, der hat... Nee, keine Unverwundbarkeit drin. Einen Rundumschlag. Trifft niemanden gut.
Nee, da muss ich jetzt erstmal zur Seite gehen. Meister, das Dungeon-Herz nimmt Schaden. Ja, ist ja gut. Ich gehe einmal zurück. Meine Fresse. Dann machen wir hier erstmal die ganzen Helden weg. Das sind mir gerade zu viele bei meinem Dungeon-Herz. Er ist wieder zurück bei sich. Soll mir recht sein, dann habe ich oben wieder freie Bahn. Und wir kriegen endlich wieder ganz viele Leute mit Seelenenergie. Die wir auch dringend brauchen. Denn die Helden sind schon bei Stufe 28. Das ist alles andere als lustig. So, wieder zurück. Dann holen wir endlich den Spawner. Befreien die Helden. Und das Dungeon-Herz holen wir zuletzt. Er ist da unten am Kämpfen, jo soll er. So, jetzt gehört uns so ziemlich alles von ihm. Er dürfte jetzt auch kaum noch irgendwelche Power haben, um die Imps zu besiegen. Wir befreien noch schnell die Helden. Bringen diese wieder um. Meister! Wo will er denn hin? Ich bin hier nicht in meinem Gebiet. Ich bin ziemlich gefährdet. Der Unverwundbarkeit? Nein. Warum treffe ich ihn denn nicht? Danke. Muss mal kurz in mein Gebiet. Hallo in mein Gebiet. Mensch, hier steht doch ein Held. Mach den noch fertig. Mir nach. Kommt. Warum könnt ihr noch schießen und warum trefft ihr mich? Schon längst nicht mehr in eurer Nähe. Goldsammler erfüllt. Ja, wir haben fast 7000 Gold. Das sieht gut aus. Und uns gehört auch so ziemlich alles. Gut, die Helden sind K.O. Dann machen wir dich noch down. Damit meine Imps wieder in Ruhe regenerieren können. Und mehr ist hier nicht. Ich werde jetzt den anderen Lakaien noch nicht töten. Goldhorter erfüllt. Hä? Goldsammler, Goldhorter. Mit einem Mal? Okay. Goldgieriges Etwas mit 10.000 Gold. Ja, da sind wir nicht mehr weit weg. Das geht. Gut, was oben und unten passiert, das ist mir alles völlig egal. Meinetwegen sollen die Imps hier sämtliche Leute töten, sollen die Helden auch wieder komplett rauskommen. Das ist wirklich nicht wild. Wichtig ist, dass mein Herz beschützt bleibt. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall noch einen Wächter haben, der aufpasst, dass hier diese ganzen Monster nicht zu nahe kommen. Das fände ich nämlich gar nicht witzig, wenn wir jetzt auch noch getötet werden. Gut. Uns gehört so ziemlich alles. Ich habe ein bisschen Bammel, dass die hier die Türen nachher öffnen und wir richtig am Arsch sind. Sprich, die Tür bei dem einen als auch bei dem anderen. Aber wo war denn der Punkt? Ach, hier. Genau, von hier könnten ja auch noch Viecher kommen.
Lass meine Imps in Ruhe, Mensch. Ich habe doch nicht umsonst so viele Spawner hier. Ich will nicht, dass die sterben. Mann. 1470. Ich glaube, ich brauche mal mehr Goblins. Offensichtlich transportiert die hier keiner ab. So, danke. Goblin. Habt ihr so viel zu tun? Wahrscheinlich. Ganzen Schätze wieder auffüllen und. Ja, ja. Helden sind stärker geworden. Bei uns sieht es eigentlich relativ gut aus. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, sein Dungeon-Herz zu vernichten, um dann natürlich mit allem anderen wieder weiter nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt den Wächter erstmal mit hinstellen. Oder auch nicht. Wächter bereits beschworen. Ist der schon tot? Oder zählen die anderen Wächter dazu? Oh, das wäre böse. Denn die bewachen ja jetzt etwas, was es gar nicht mehr gibt. Transportiere dich mal selber ins Gefängnis. Ja gut, dann bauen wir halt große Schatzdinger, um mehr Prestige zu bekommen, um dann natürlich ja, mehr Kraft walten lassen zu können. Kann das sein, dass jetzt gerade dreimal Helden hintereinander stärker geworden sind? Es geht bis zur Stufe 40. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Wie auch immer der Held das gemacht hat. So, der Champion geht raus. Wir sollen 4 Heldengruppen befreien, haben gerade mal 2 befreit. Das heißt, entweder haben wir oben noch 2 weitere Gegner oder Marthas ist wirklich dort und wird dann dementsprechend noch 2 weitere Heldentruppen haben. Das kann natürlich sein. Weiß ja nicht, wie stark Marthas ist, wie viel noch auf uns zukommen wird, wenn hier erstmal diese ganzen Gänge aufgemacht werden. Also lieber spiele ich länger, als dass wir nachher alles kaputt machen. Hellengeisier. Und wir sind auch schon wieder bei 1900 Prestige. Werden hier jetzt auch diese Schreibstube mit hinbauen, womit wir dann auch nochmal das Bedürfnis der Helden um 20% steigern. Und dadurch natürlich auch wieder weitere Bedürfnisse erfüllt kriegen. Goldgierig ist etwas erfüllt. 10.000. Super. Wir sollen sowieso keine Bibliotheks, Gimmicks oder sonst irgendwas bauen. Das heißt, wir sparen unser Geld hier komplett. Das freut mich. Sehr. So, Schreibstube ist drin. Herausforderung erfüllt, gefürchtet. So, und wir sind bei 2500 Prestige. Das sieht doch gut aus. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch eins. Überlebenskünstler, hab niemals mehr dafür. Ja, Treiber der Goblins. Besitzt mindestens 20 Goblins. Ja, das könnt ihr vergessen. So viel Seelenenergie werde ich nie sammeln. Das kriegen wir nicht hin. Und wenn, dann muss ich das in meine Monster investieren. Denn sonst kommen die nie bis Stufe 40. Okay. Ja, schon wieder am Kämpfen hier. Nee, das ist nur ein Held. Er ist schon tot. Okay. Ich glaube, dann wird es Zeit. Dann werden wir uns jetzt darum kümmern, das Dungeon-Herz von ihm zu vernichten. Denn wir sind schon stark genug, was unser Prestige angeht. Das heißt, wir selber werden auf jeden Fall gut Damage machen. So viel ist sicher. So, ich heben wir selber auf und bringen ins Gefängnis. Haben wir noch einen neuen Goblin mit dazu. Viel Spaß für dich. Wir speichern lieber. Sicher, sicher. Und ich hoffe, dass wir oben auch nochmal ein paar Spawner bekommen. LP06, jo, können wir überschreiben. Wir brauchen die vorherige Mission nicht mehr. Und dann ab zu dem Dungeon-Herz hier vorne. Selbst wenn du geheilt wirst, guckt euch das an.
Er hat sich sogar geheilt mit Mana. Und kriegt es trotzdem nicht hin, aufrecht stehen zu bleiben. Ha, sind wir gut. Ja, das ist das Schöne daran, wenn man so viel Prestige hat, nicht? 776 Seelenenergie, 795. Wir kriegen immer mehr mit dazu und das Dungeon jetzt wird nicht lange durchhalten, so viel ist sicher. Danach porten wir uns zurück, werden von hier aus durch die Mitte laufen und versuchen, Marthas zu kriegen. Ich weiß, von dem einen. Ist okay. Aha, welche Wohltat das doch in meinen Ohren ist, wenn das Dungeon-Herz eines Gegners im Staub verschwindet. Meister, es ist Zeit, dass wir Marthas seinen Verrat heimzahlen und ihn zu seinen unheiligen Göttern schicken. Oh ja, auch wenn jetzt natürlich noch weitere Monster kommen, die durch das Tor schlüpfen. Und die Tür dahinter wieder zugeht. Okay, wir porten einfach zurück. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, wir werden ja jetzt so nicht durchkommen, ne? Ist denn hier hinten der Weg frei jetzt? Ja. Dann gehen wir da doch mal hin. Von wo sollen die Monster denn kommen? Wir haben jetzt auch 3000 Prestige, das ist super. Ich traue mich gar nicht irgendwie zu laufen, weil ich gar nicht weiß, wo die jetzt sind. Hallo? Ja, dich mache ich auch noch fertig. Dadurch, dass ich mich jetzt nicht zurückporten kann, ist das natürlich doof. Das Marthas. Holt euch die Schicksalsklinge zurück. Und hier sind gerade alle Monster tot. Warum? Was ist mit denen? Es kommen auf jeden Fall gleich welche wieder. Gott sei Dank. Gut, Marthas ist zwar tot, aber es wird so sein wie mit den anderen Helden auch, dass er hier weitermachen kann. Was nun? Aha. Einmal Rundumschlag. Einer eurer Goblins ist gestorben, Meister. Ist nicht so wild. Hauptsache, wir kriegen die ganzen Teile hier. Kommen die denn von oben oder was? Ach ja, da laufen die durch. Der Champion kommt. Ist auch noch. Kann ich schon wieder porten? Nein, erst in ein paar Sekunden, aber bis dahin hält das Dungeon jetzt durch. Wichtig ist mir, dass wir den anderen Spawner hier noch kriegen. Dass wir zumindest zwei hier haben. Danke. Gott sei Dank. Du gehörst zu mir, sehr schön. Höllenhund-Spawner, zwei Stück. Dann porten wir uns gleich einmal zurück. Anschließend holen wir uns noch diesen Spawner hier. Ist das Marthas? Ja. Drei, zwei,
1. Komm, hol ihn dir. Hinterhältige Bastarde, greifen das Dungeon-Herz an. Jo, ich komm. Dungeon-Herz gleich wieder heilen. Wir haben eh genug Geld. Und der eine Punkt ist eh verloren. Gut. Die Monster sind stärker, Gott sei Dank. So, und dann töten wir jetzt erstmal die Heiler hier. Das geht mir tierisch auf den Senkel, dass die die ganze Zeit meine Monster töten. Das war ja nun gar nicht in meinem Interesse. So, ich hoffe, er versucht jetzt nicht hier oben irgendwelche Spawner zu holen. Aber selbst wenn, dann hat er hier zu tun. Das ist okay. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.